So, dann werden wir uns mal erklären lassen, was das hier für ein Flugzeug ist. So, das ist eine von Phoenix Models, eine Tucano. Diese Tucano wird im Original in der brasilianischen Kunstflugstaffel eingesetzt für Kunstflug und wird auch als Jettrainer benutzt. Und das ist halt die Nachbildung davon, elektrisch betrieben. Hat gemessene 2300 Watt Leistung an 6S und ist auf Holzbauweise aufgebaut als ARF, das heißt Empfänger rein, Servos rein, ein bisschen basteln, Motor rein und dann kann geflogen werden. Ja, können wir mal ganz kurz die Funktionen uns ansehen. Ja, das ist Seitenruder, Höhenruder. Querruder. Landeklappen benutzt er nicht. Motor natürlich auch. Machen wir jetzt aus Sicherheitsgründen nicht an. Ja. Genau. Wir können mal reingucken. Das ist meine Fernsteuerung. Die FR Sky X10. Sehr zuverlässig. So, und das ist. Hier sieht man ja schon die Holzbauweise. Gut, gehen wir mal alles hier durch. Also, hier sieht man jetzt erstmal die Energieversorgung. Das sind zwei. Einmal hier und einmal hier. Genau. Aus Sicherheitsgründen für die externe Stromversorgung für Servos, Fahrwerk und Empfänger. Mhm. Und das ist der reine Antrieb oder Akku für den Antrieb. Ich kann den leer saugen, ohne dass ich die Fernsteuerung verliere. Mhm. Jeweils hier ein Servo für Höhe, Seite. Ja. Der Empfänger. Hier ist ein Servo für die Lenkung, für das einziehfahrbare Fahrwerk verbaut. Jetzt kommt noch ein bisschen noch Telemetrie und Schnickschnack. Das ist ein NFC-Schalter. Das heißt, wenn ich den mit... Na, wo habe ich den? Mit diesen hier. Man könnte es auch mit einem Handy machen. Hm? Handy hat ja auch NFC. Ja. Kann ich den über den hier verbauten... Telemetrieübertragung unterbrochen. Ah ja. Habe ich den beendet. Geht hier über die BLC rein, über den Akku, beendet damit die Funkübertragung. Damit kann ich das Flugzeug fertig machen und wenn ich wieder Lust habe, mache ich den einfach davor. Das Ding geht an und ich kann losfliegen. Hier ist verbaut ein Strommessmodul. Daran kann ich dann messen, wie viel Stromverbrauch ich gerade habe und wie viel Ampere der Motor zieht, also die technischen Daten des Stromverbrauchs und ein GPS-Modul im Ernstfall, um das Flugzeug zu finden, aber eigentlich um Geschwindigkeit, Höhe und so weiter auswerten zu können. Hier vorne ist quasi dann auch der Motor drin? Ja, das werden wir dann als nächsten Schritt mal die Motorhaube abmachen, dass man auch mal sehen kann, wie so ein Motor und das alles da drin aussieht. Und ansonsten die Flügel, die sind wieder steckbar hier bei genau, dem. Da hat man, hier ist die Befestigung für die Tragflächen, ein Rohr durch, das sogenannte Steckungsrohr, um die Stabilität auf die Flügel zu bekommen. Und da hinten ist noch ein Kohlefaserbrett drin, da hatte ich die Empfängerstromversorgung vorher drin, habe sie jetzt nach vorne gesetzt wegen dem Schwerpunkt. Habe ich noch ein bisschen optimiert, habe aber keine Lust gehabt, das hinten wieder rauszuholen. Ja, das Flugzeug hat eine Spannweite von 1,60 Meter. Ist ja ungefähr etwas größer wie du. Mit Folie bespannt, nicht so wie die anderen Flugzeuge, teilweise gerade die Anfängerflugzeuge, die aus Styropor-ähnlichem Material sind. Das ist schon hochwertiger bzw. stabiler. So, ja, wie wir sehen, das ist der kleine Motor hier. Das ist ein 50x50 von NTM Prop Drive. 50er Zoll, was auch immer das darstellen soll, 580 kV auf 6S, kann man sich ja selber ausrechnen, wie viel Drehzahl drauf ist. Unten drunter ist ein 100 Ampere Regler verbaut.
Ja, so sieht das aus, wenn die Motorhaube ab ist, wo eigentlich der Propeller drauf sitzt. Hm. Ja, dann haben wir hier noch vorne das Einzieferwerk mit Teilgehäuse. Das ist die Anlenkung, dass es auch gelenkt werden kann. Drinnen haben wir ja schon gesehen, ist das Servo dafür. Und deshalb die Seilführung, wenn es einklappt, wenn man eine feste Verbindung machen würde, hätte man ein Problem mit Steifigkeit. Also deshalb macht man eine Seilansteuerung, dass es sich entspannen kann. Welchen Einfluss hast du nur den einen? Welchen Einfluss hat jetzt Ich habe mehrere Propeller, auch zwei Blatt. Ich habe festgestellt, dass ein Dreiblatt sich schöner anhört, beziehungsweise im Gegensatz zu RC-Cars, wo über die Getriebeübersetzung die Leistung umgesetzt wird, wird das über Propeller gemacht. Das heißt, über den Durchmesser. Der Durchmesser beeinflusst den Drehmoment und die Steigung, wie das Blatt angekippt ist, gibt die Geschwindigkeit vor. Hm. Ich habe jetzt einen relativ kleinen Propeller genommen, auch ein Dreiblatt, dass ich auch ein bisschen mehr Bodenfreiheit bekomme. Beim Dreiblatt ist es so, dass es 1 Zoll kleiner ist wie ein Zweiblatt-Propeller, der dann 1 Zoll größer ist. Dann wäre natürlich der Propeller hier und ich hätte keine Bodenfreiheit beim Landen oder Starten. Deshalb habe ich auf ein Dreiblatt gesetzt. Und so trippt man den darüber halt aus, Flugzeit, Leistung, um dann halt die Performance zu bekommen. So, einklappbares Fahrwerk. Hier. Und das sieht man auch hier. Einklappbares Fahrwerk hier. Passend dafür die Öffnungen. Vorderen. Wo hast du Motorstopp? Den davor, den kleinen. Ja. Wird langsam. Achso, beim. Hier. Dann Kabel. Fahren wir nochmal auf. Kabel, dann müssen wir da. Und. Na, schon funktioniert das. Der muss aber hier mal holen. Kommt auf die Landung. Perfekt, ja. Alter, Sturz einstellen und dann geht das. Ja, hat er. Perfekt. Vorspur hat sie. Ja. Kannst du mal die. Den ollen Sack da mal ein bisschen richtig machen, bitte. Oh, verständlich. So ein Träumchen mit dir.